Sein Blick ist eine Mischung aus Skepsis, Unwohlsein und Wut. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA gibt es ein Polizeifoto eines ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wahrlich ein historischer Tag nach einem denkwürdigen Abend. Donald Trump musste sich gestern den Behörden im US-Bundesstaat Georgia stellen. Dort ist er mit 18 weiteren Personen wegen versuchten Wahlbetrugs angeklagt. Trump soll versucht haben, die Ergebnisse der Wahl 2020 zu seinen Gunsten zu manipulieren. Ob die aktuelle Anklage die erneuten Präsidentschaftsambitionen des 77-Jährigen gefährden kann? Aus den USA, Michael Wöhnweber mit Antworten. Der Ex-Präsident kommt wieder und wieder wird abgesperrt. Diesmal geht's ins Fulton County Jail Atlanta. Es wird ein historischer Tag. Diesmal soll es sogar diesen Mugshot geben, ein Polizeifoto von einem Ex-Präsidenten. Das gab's noch nie. I think it's ridiculous, but es ist einfach lächerlich, aber er wird lächeln. I think he said, go ahead. Ich denke, er wird sagen, klagt mich an und sichert mir damit die Wiederwahl. That's exactly what's happening. Erst am Nachmittag setzt sich die Ex-Präsidentenkolonne in New Jersey in Bewegung. Derweil treffe ich vor dem Knast Casey und Marsha. Sie haben ein schattiges Plätzchen bei 35 Grad im Schatten gefunden. Dieser Versuch, Donald Trump anzuklagen, ist der Versuch, ihn zu hindern, erneut 2024 zu kandidieren. Die Wahl wurde gestohlen, er hat gewonnen. Das ist eine Hexenjagd. Stattdessen die Botschaft, Biden müsse weggeschlossen werden, das Weltbild ist festzementiert. Auch die vierte Anklage bringt seine Hardcore-Fans nichts ins Zweifeln. Selbst im Falle einer Verurteilung steht für sie fest, Trump ist unschuldig. An Teflon Don will einfach nichts hängen bleiben. Abflug der Trump Force One Richtung Atlanta. Jetzt sind es noch gut 3 Stunden. Und vor dem Gefängnis laufen fast die Emotionen aus dem Ruder. Es wird sich angeschrien, auf die Pelle gerückt, Fäuste aber fliegen keine. Immerhin. Ankunft in Atlanta. Die amerikanischen Medien lassen wieder keinen Zentimeter unbeobachtet. Es ist ein Spektakel. Trump reckt den Daumen, macht auf Zuversicht. Vorfahrt im County Jail, der Ablaufplan, medizinische Untersuchung, Fingerabdrücke, Mugshot. Und tatsächlich, er wird veröffentlicht. Schön ist er nicht und Trump sieht nicht glücklich aus. Es scheint ihm unangenehm zu sein. Nach nur 20 Minuten ist alles vorbei. Trump darf wieder nach Hause. Was hier passiert ist, ist Justiztravestie. Wir haben nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Sie wollen die nächste Wahl beeinflussen. Und wir erfahren noch mehr am Abend aus dem Knast. Trump hat jetzt eine Nummer, P wie Prisoner, Gefangener, 01135809. Haarfarbe blond, Erdbeer, 215 Pfund. Immerhin, er hat abgenommen, 12 Kilo, gemessen an den letzten bekannten Werten. Und damit schauen wir in die USA zu Michael Wöhnweber nach Atlanta. Michael, wie geht denn Trump jetzt mit dieser für ihn durchaus ungemütlichen Situation um? Also zuerst einmal ganz, ganz offensiv. Er will das Maximale aus diesem Mugshot auch herausholen. Er hat ja sich unglücklich gezeigt in einem Online-Interview. Da sagt er, das sei schon extrem unangenehm gewesen, solch ein Mugshot. Aber jetzt heißt es nach vorne schauen für ihn. Und die Merchandising-Kampagne, die läuft auch schon. Nämlich es gibt schon T-Shirts mit dem Counterfei, mit diesem Mugshot von seiner Kampagne. $34 kann man also schon bestellen, kurzärmlich, langärmlich. Dann die Kaffeetasse, also der Kaffee-Mug mit Mugshot. $24. Also da versucht der Ex-Präsident schon viel draus zu machen. Und es ist auch schon interessant eigentlich zu beobachten, dass er diesen Mugshot auch dazu verwendet, erstmals wieder auf der ehemaligen Twitter-Plattform zu erscheinen, nämlich auf X. Das war sozusagen dann heute Abend das Eintrittsticket, der Mugshot auf X, der Mugshot auf Truth Social. Also er versucht damit sehr offensiv umzugehen und damit tatsächlich also das Ungerechte, wie er es empfindet, dann mehr oder weniger an den Mann oder auch an die Frau zu bringen. Er hat auch noch über das
Gefängnis hinter mir, dann abgelästert. Das sind tatsächlich sehr unschöne Zustände, die es da zu beobachten gibt. Dritte Weltgefängnis, so hat er es formuliert, mit Löchern in den Wänden. Also er hat das ziemlich runter gemacht und mit anderen Worten vielleicht damit aber auch klargestellt, dass er in dieses Gefängnis jedenfalls dann nicht einfahren wollte. Es ist wirklich sehr unschön für den Präsidenten. Also ich denke mir, am Ende könnte es ihm tatsächlich, wenn die Kampagne ganz gut läuft, sogar zu Pass kommen. Zumal, wir hatten ja dann auch am vergangenen Abend die Diskussion, die Debatte seiner Konkurrenten. Und da hat sich sein Hauptkonkurrent nicht so wirklich richtig nach einer jüngsten Umfrage, die jetzt gerade heute Abend hier veröffentlicht wurde, profilieren können. Er landete nur auf dem zweiten Platz und das kann ihm nur zu Pass kommen, wenn sich sozusagen die Sympathien verteilen auf viele und er dann ganz abgehoben mit jede Menge Prozentpunkten weiterhin der Frontrunner der Partei ist. Es ist wirklich niemals langweilig rund um Donald Trump. Vielen Dank, Michael Wöhnweber. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.